Die Polizeikommissare Christian Mandt und Katja Wolf beschäftigt jetzt die Randale eines Handwerkers. Egon 1321 von Egon. Mal gucken, was jetzt wieder kommt. 1321 hört. Fahrt in die Max-Planck-Straße 19. Eine Frau Sepp meldet Vandalismus. Täter scheinen vor Ort zu sein, Sonderrechte frei. Verstanden, Sonderrechte frei sind unterwegs. Eine Anwohnerin hat der Polizei den Vandalismus in einem Nachbarhaus gemeldet, in dem seit Wochen Renovierungsarbeiten stattfinden. Vor Ort bietet sich den Beamten ein Bild der Verwüstung. Vorne fliegt schon Scheiß aus dem Fenster. Nein, was ist denn hier los? Hallo, Sie haben angerufen? Katharina Sepp. Hallo, Polizei! Dass Sie nichts auf den Kopf kriegen, ja? Hören Sie mal auf, die Sachen aus dem Fenster zu werfen! Hey! Okay. Hey! Egon für den 1321? Christian Mandt ruft Verstärkung dazu. Denn die Polizeikommissare wissen nicht, wie viele Männer im ersten Obergeschoss des Gebäudes ihr Unwesen treiben. Sie hören jetzt auf, hier die Sachen rumzuschmeißen, ja? Nein, ihr habt mir dort noch zu viel. Ich hab gar nichts mehr gesagt. Sie stellen sich jetzt einmal hier an die rechte Wand. Koppelig, tu dich mal nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Komm, runter auf den Boden. Dann komm mal. Runter auf den Boden, unten bleiben. Na toll, nicht wegfahren, ne? Offenbar hat nur einer der Handwerker randaliert. Der Fall hält für die Polizisten aber noch einige überraschende Wendungen bereit. Wer sind Sie jetzt? Ja, Gott sei Dank sind Sie da. Das ist ja schön. Ja, und wer sind Sie? Ich arbeite hier. Sie arbeiten hier. Die haben mich hier überfallen. Die haben Sie überfallen? Ja, ja, natürlich. Nein, Herr Professor, ich glaube, Sie haben Sie nicht überfallen. Natürlich haben Sie uns überfallen. Nein. Wer sind Sie überhaupt? Ich kenne Sie gar nicht. Wir haben doch hier das Badezimmer gefliest. Das Badezimmer? Seit zwei Wochen. Hast du? Ja, was denkt ihr hier? Die Beamten bezweifeln, dass der Mann überfallen wurde. Schließlich hat er nicht die Polizei alarmiert, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. Die Kommissare verschaffen sich einen Überblick. Sie arbeiten. Ja, gut, ich meine jetzt nicht unbedingt an. Ich bin Geschäftsmann. Ich arbeite hier und mache das hier normalerweise in meiner Freizeit, natürlich nicht in den Klamotten. Jetzt reicht's mir langsam. Ich bin gerade hier vorbeigekommen, weil ich noch was gucken musste. Aber die ganze Sanierung hier hat. Das heißt, Sie sind hier der Eigentümer. Von der Baufirma oder Sie sind der Eigentümer oder was sind Sie? Ich bin der Baufirma. Am Arsch. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma Paretti, die sich hier um diese Wohnung kümmert. Aber Ihnen gehört das Gebäude hier nicht. Mir gehört das Gebäude hier nicht. Ich habe für die Wohnung. Okay, also Sie haben den Auftrag vom Eigentümer, das hier zu sanieren. Und Sie sind bei ihm angestellt, oder? Ich muss Ihnen was dazu sagen. Seit zwei Wochen arbeitet mein Mann und der Magnus hier. Wer sind Sie? Das kann doch nicht sein. Ich heb das mal auf hier. Na. Ja. So, der Ordner. Ja. Als dem Herrn Pareschke dann sein Aktenordner runtergefallen ist, da habe ich ihm natürlich freundlicherweise geholfen, den aufzuheben. Hab dabei dann kurz einen Blick erhaschen können auf eine Arbeiterliste, die da mit der Adresse angegeben waren. Und da waren dann halt auch, wie sich später herausstellte, die Personalien oder die Namen der beiden Personen, die da vandaliert hatten, aufgeführt. Und dementsprechend hat sich dann für mich schon der Tatverdacht erhärtet, dass da nicht ein Überfall stattgefunden hat oder sonstiges, sondern dass da irgendwas mit Arbeiten verschwiegen werden soll, die wohl nicht, sagen wir mal, ganz im grünen Bereich abgelaufen sind. Sie haben mich überfallen, was wollen Sie jetzt? Wenn ich Sie überfallen hätte, wärst du längst platt, Junge. Markus. Halten Sie mal schön die Bälle flach. Ich kenne Sie gar nicht. Was wollen Sie von mir? So, jetzt behaupten aber hier beide Herren und auch die Dame, dass Sie bei Ihnen arbeiten und für ihn hier die Renovierungsmaßnahmen durchführen. Und Sie sagen, Sie kennen die gar nicht. Also ist ja hier irgendwas faul. Irgendwas stimmt ja nicht so ganz. Wenn Sie sagen, die beiden arbeiten hier nicht, wer macht es denn dann? Ich. Sie machen das? Ja. Na, Sie sehen auch aus wie ein Handwerker. Die Schutzpolizisten vermuten, dass der Firmeninhaber die Handwerker als Schwarzarbeiter beschäftigt. Warum einer der Männer randaliert hat, ist aber noch unklar. Sein Kollege bringt Licht ins Dunkel. Sag doch die Wahrheit. Das bringt doch alles nichts. Wir sind von dem Pareschke engagiert worden. Wir kommen vom Schwarzarbeiterstrich. Und wir haben ja in den
letzten zwei Wochen die ganze Bude. Das ist doch ein Witz, was Sie hier. Ihn doch erstmal jetzt kommt, wir bleiben jetzt einfach bei der Wahrheit. Ja, die sind beiden Wichser. Ja, die sind hier. Ja. Stehen. Guten Tag. Bleiben Sie mal hier stehen. Bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal hier. Wer sind Sie jetzt hier mit dem Baseballschläger? Ja, sicher. Ich wollte einfach nur mal gucken, was auf uns los ist. Keine Ahnung. Gehen Sie mal hier die Ecke rum. Gehen Sie mal nach oben. Ja. Gehen Sie mal die Treppe hoch. Also die Person mit dem Baseballschläger hat ja direkt auf Ansprechen gesagt, dass er gerade vom Herrn Pareschke angerufen wurde, um da mal ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, Stimmung zu verbreiten und die anderen beiden Herrschaften quasi aus dem Haus raus zu befördern. Und dementsprechend war da die Situation für uns halt auch relativ schnell klar, dass er da möglicherweise zu einer Körperverletzung oder sonstigem angeheuert wurde. Ja, der hat mich beauftragt hier. Die für beiden da zusammenzuschlagen. Ich kenne Sie gar nicht. Ja, hör uns doch auf. Ich kann nicht mal selber werden. Nee, hör doch auf. Ich kenne hier niemanden. Wie war Ihr Name, Pareschke? Ja, klar. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland rund 105.000 Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit. Die Beamten machen dem Inhaber einer Baufirma klar, dass auch auf ihn ein Prozess zukommen wird. In Ihrem Ordner habe ich gerade zufällig eine Liste gesehen von Personen, die hier arbeiten. Und zufällig stand da auch ein Christoph und ein Magnus drauf. Also anscheinend kennen tun Sie die Leute ja wohl schon, wenn Sie die namentlich in Ihren Listen aufgeführt haben. Wie gesagt, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen und da bleibe ich auch bei. Hab ich doch aufgemacht, die Leute hier ranzuholen. Hör doch auf. Kennen Sie? Gib doch mal zu, hör mal. Deine eigenen Haut werden die Frage sagen. Jetzt ist hier aber irgendwann mal, ich lasse mich von Ihnen hier nicht beleidigen. Gucken Sie mal, wie Sie rumlaufen. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Den Polizeikommissaren ist klar, zum jetzigen Zeitpunkt können sie vor Ort keine Klärung erzielen. Sie setzen den Schläger fest und geben dem Geschäftsführer eine letzte Chance, die Sachlage zu erläutern. So, also die Herrschaften arbeiten für Sie? Nein. Bleiben Sie dabei? Ja, natürlich. Gut, also, haben Sie sich wieder beruhigt einigermaßen? Ich bin ganz nett in der netter Mensch. Wir arbeiten hier Tag ein, Tag aus und wir kriegen nichts dafür. Und ich habe mir dann eben einfach nur gedacht, wenn er nicht zahlt, dann soll er auch nichts von haben. Ich muss dem irgendwie schaden dabei. Der sollte keinen Nutzen mehr haben davon. Tut mir alles leid. Sollen wir dann von den Herrschaften erstmal Personal mit aufnehmen? Sie werden uns erstmal mit auf die Wache begleiten. Dann werden wir den Sachverhalt da weiterklären. Wenn Sie dabei bleiben, dass Sie die Herrschaften nicht kennen, dann dürfen Sie uns jetzt gleich mit dem Auto begleiten. Ihr Auto brauchen Sie sich keine Sorgen machen, das bleibt dann sicher hier stehen. Ja, ich musste aber noch mal hin. Warum? Ich muss noch an mein Portemonnaie, das wollte ich eigentlich noch gerne holen. Gut, dann holen wir gleich Ihr Portemonnaie zusammen. Mit was für strafrechtlichen Konsequenzen der Herr Pareschke hier zu rechnen hat, das können wir jetzt vor Ort hier noch nicht genau sagen. Wir werden das Ganze natürlich aufnehmen, wir werden ihn noch mal befragen. Das Ganze wird dann an die Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls auch an den Zoll weitergeleitet. Und die entscheiden dann, was da passiert. Mein Portemonnaie. Herr Pareschke, ich glaube, das ist ja wohl unsere Vergütung für die letzten zwei Wochen. Ihre Vergütung? Ja. Nee, da wüsste ich was von. Wenn Sie mir das Portemonnaie einmal geben, dann stecke ich das erstmal ein, bis wir auf der Wache sind. Dann kriegen Sie es da zurück. Ja, können Sie gerne machen. Stecke in Personalausweis mal damit rein. Wir das brauchen nicht das Sie Geld. Doch. Nein. Wir brauchen doch, das natürlich. Geld. Herr Pareschke, zwei Wochen lang haben wir nach unserer regulären Schicht hier immer getan und gemacht für Sie. Der Handwerker erklärt, dass er und sein Kollege schwarz arbeiten, weil ihr vorheriger Arbeitgeber insolvent gegangen ist. Vor allem für den Firmeninhaber hat die illegale Beschäftigung Konsequenzen. Wie gesagt, ich rede gleich mit meinem Anwalt, dann können wir das gerne klären. Machen wir dann auf der Wache. Kümmern Sie sich um die Rotlichtzünder, das ist besser. Bezahlen Sie uns doch einfach unseren Lohn, wir haben es verdient. Wir waren hier zwei Wochen lang nur am Schuften. Herr Pareschke, Sie sollten sich schämen. Sind Sie still und gut ist. Ich sag jetzt auch nichts mehr. Und ja, das ist eine ganz gute Idee. Ja. So, ich für alle gehen Sie einmal bitte dann auf Seite. So, bitte. Rein. Danke. Du fährst? Ja. Alles klar. Ja gut, wenn Sie noch so nett wären und möglicherweise da so ein bisschen Ordnung schaffen von den Sachen, die aus dem Fenster geflogen sind. Wir klären alles weiter mit dem Herrn Pareschke auf der Wache bei uns. Und dann sind wir auch wieder weg hier. Die beiden Schwarzarbeiter werden wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt. Der Randalierer außerdem wegen Vandalismus. Der Inhaber der Baufirma erhält eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung.